Und Sie werden nachher auch noch was singen. Aber vorher machen wir noch ein Spiel mit allen, damit die da nicht so untätig rumsitzen, bevor es zu Ende geht hier. Naja, 5:10. Es gibt ein Spiel, bei dem darf man auch nicht reden, leider. Aber man muss sich positionieren. Und das ist das Wegweiserspiel. Dafür brauche ich den Kai und meine Frau, weil wir haben nämlich dieses Mal lebendige Wegweiser. Früher hatten wir da immer eine riesen Leinwand hinten, auf die wir das projizieren konnten. Und dafür bitte ich jetzt erstmal die ganzen Kollegen nochmal auf die Bühne. Ja, ich gehe mal hier hoch, damit hier Platz ist. Das Spiel funktioniert also praktisch so. Sie sehen, Sie müssen jetzt praktisch mal nach hinten schauen, also den Rücken dem Publikum zustellen. Und da hinten werden zwei Wegweiser hochgehalten. Ja gut, das macht ja nichts. Vielleicht ist es dann nicht so schwierig. Halten wir mal den ersten hoch und Sie laufen dorthin, wo Sie jetzt denken, dass Sie hingehören, auf dieser Bühne. Also die politische Mitte ist hier sehr klein. Bitte positionieren Sie sich schnell und spontan. Wir können das hier vorne machen, alles vor den Stühlen. Vor den Stühlen, ja. Vor den Stühlen. Wir machen es hier vorne, hier, auf der Geraden hier vorne, genau. So, also praktisch, wenn ich jetzt sage Konstanz, dann stehe ich hier. Wenn ich jetzt sage Berlin, stehe ich hier. So. Okay. Nein, ich bin ja noch kein Abgeordneter. Na, das muss dann aber später mal schneller gehen. Da kann man nicht jedes Mal einen Hammelsprung veranstalten. Gut. Das ist jetzt mal was hier. Ah ja, Frau Homburger mal näher in Berlin. So, dann geht's weiter. Volk vertreten oder Interessen vertreten? Ja, gut. Sehr schön. Das nächste ist Fraktionsdisziplin und eigene... Nein, das ist eins zu weit. Ja, genau. Fraktionsdisziplin, eigene Meinung. Ja, das sagen Sie jetzt alle. Ne? Können wir mal kurz mit dem Standbild noch drauf? Jawohl, super. Dann haben wir als nächstes Schmidt oder Steinbrück? Was für ein Schmidt? Helmut. Was für ein Schmidt? Schmidt oder Steinbrück? Keine Ahnung, in der Mitte. Ja. Ja. Machen wir mal hier weiter beim Kai. Eins weiter. Schmidt oder Kohl? Da kommt Bewegung auf der Bühne, jawohl. Kohl geschädigt. Schmidt oder Kohl? Dann machen wir mal da weiter. Merkel oder Kohl? Sein Hin und Her. Ja, ja. Herr Volz ist der einzige Ehrliche, der weiß, dass man sich ständig bewegen muss in den politischen Gruppen. Ja, die nächste Frage wird auch sehr schwierig zu beantworten sein. Klara Blum oder Lena Odenthal? Bleib mal stehen, oder? Ja, jetzt Konstanzer Tatort. Ich meine, so... Wo ist hier der Patriotismus? Na ja, gut. Zwei haben wir noch. Fracking oder Smoking? Gut. Die vier Herren, die rechts stehen, wollen wir dann alle im Smoking sehen? Oder sind sie Raucher? Und zuletzt vielleicht passend noch die wirklich bewegenden Fragen auf dieser Welt. Bier oder Wein? Ich darf das schon mal als Bestellung durchgeben. Einmal Bier und dreimal Wein und für den Andi Jung noch Mineralwasser. So.